Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, dieser wunderschöne Bogen hier ist noch von der letzten Folge übrig geblieben. Ich dachte eigentlich, dass die Sachen verschwinden, aber gut, da wir es sehr, sehr teuer hergestellt haben, denke ich mir mal, dass wir das dann so lassen können. Ich muss mal schauen, wie ich das dann überhaupt mache. Ich setze auf jeden Fall die Sachen irgendwann um. Also jetzt hier die Häuser und so weiter mal nicht. So, Sorge für die Blume der Knochen. Knochen? Ja, Knochen. Ach so, die hatten wir gar nicht hier. Die hatten wir in der sonnigen Ebene. Ich bin ja auch wieder komplett neben mir heute. Und da habe ich gesehen, wo war sie denn jetzt nochmal? Da oben, glaube ich. Ja, hier. Da habe ich gesehen, dass sie nun golden ist und wir können sie nun ernten, was wir auch direkt mal machen. Stelle den Gegenstand brüllender Schaufelkopf her. Brüllender Schaufelkopf, was ist das denn bitte? Okay, da müssen wir halt nochmal zurückporten. So. Brüllender Schaufelkopf. Okay, da. Okay, brüllender Schaufelkopf. Ja, okay. Machen wir das doch. Benutze die brüllende Schaufelkopf, okay, um deine herrschaftliche Schaufel zu verbessern. Ja, mit der Sprache haben sie es ja nicht so. Aber ich habe ja noch die Kürbisse drin, fällt mir gerade auf. Die müssten wir auch mal loswerden, wollte ich gerade sagen. Die müssten wir auch mal verkaufen. Entferne die Gnu-Knochen, die Holzbrücke auf der sonnigen Ebene blockieren. Da gehen wir direkt, beziehungsweise porten wir direkt mal hin. Und damit wir das machen können, würde ich sagen, also nicht damit wir das machen können, aber damit ich hier nicht meinen ganzen Platz komplett verballert habe, dass ich mal kurz die Kürbisse eben loswerde. Zack. So, Dankeschön, bitteschön. Dann nehmen wir auch mal direkt das Soja noch mit. Weil das brauche ich nämlich. Dann brauche ich auch nicht mehr hierhin zurückzukommen. So, wunderbar. Dann haben wir auch schon wieder Pünktchen hier dazu gemacht. Das war, glaube ich, mit der Schaufel, wenn ich mich nicht irre. Da ist jetzt Lehm rausgekommen. Okay. Das war aber nicht das, was die weghaben wollten, so wie es aussieht, weil das haben sie nämlich jetzt nicht angenommen. Oder das war tatsächlich noch eine kleine. Das kann natürlich auch sein. Das ist auf jeden Fall eine große, aber das scheint kein Gnu gewesen zu sein. Zumindest wird das auch wieder nicht abgerechnet. Das ist, glaube ich, nur Deko hier, ne? Ja, das ist nur Deko. Ja, dann suchen wir noch mal ein paar andere ab da hinten. Oh, links ist auch noch mal was ganz Großes. Das sieht mir so nach Gnu aus eigentlich. Aber das ist so klein. Okay, das scheint es auch nicht zu sein. Das Große hier können wir nicht wegmachen. Also entweder ist es gerade verbuggt oder ich habe mir tatsächlich jetzt ständig die. Ach so. Oh. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ihr habt es sicher schon viel, viel früher herausgefunden wie ich. Ich habe es euch ja sogar noch vorgelesen. Die Holzbrücke auf der sonnigen Ebene blockieren. Ja. Okay. Da sagen wir jetzt nichts zu. Ich habe nicht viel geschlafen die letzten 2 Nächte. Ich kann es nur darauf schieben, beziehungsweise auf meine allgemeine Verwirrtheit generell in Spielen. Das können wir auch direkt mal wegmachen. Das stört mich jetzt hier gerade ein bisschen optisch. So, sprich mit Scar. Ja, Scar, du solltest ja eigentlich sowieso bei mir sein. Wo bist du denn überhaupt? Ach, da oben. Okay, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Moment, auf der anderen Seite. Der ist aber da drin, wenn ich das richtig sehe, ne? Der ist mich eben auch nicht an mir vorbeigelaufen. Laufen wir da mal rein. Scar, altes Haus. Da bist du ja. Endlich. Die sonnige Ebene ist wieder aktiv. Ich sollte dir wohl danken, Gameplayerin. Du warst ja doch hilfreich. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich brauche, damit mein Königreich wiederhergestellt ist. Ich hoffe, du tust das alles zum Wohle des Tals.
Aber ja, doch, ich möchte uns alle nur in eine große und glorreiche Zukunft führen. Aha. Ich lasse es dich wissen, wenn ich deine Hilfe wieder benötige. Hervorragend. Ja, und das ist dann jetzt hallo. Der Nachteil. Haben wir heute schon mit ihm gesprochen? Ja, habe ich anscheinend. So, ich möchte gerne mit dir abhängen, weil wir haben ja auch miteinander abgehangen, bis dann dieser komische Bug kam. Dann schaue ich mal. Also, Fugu Sushi könnte ich theoretisch herstellen. Seezunge müsste ich eine haben und Flussbarsch. Seezunge und Flussbarsch. Komm mal mit, Ska. Wir gucken mal. Seezunge und Flussbarsch. Ich weiß zwar nicht, ob wir damit... Also, ich gehe mal stark davon aus, wir kommen nicht dann damit auf 9 mit einem Mal, aber... Naja, Seezunge und Flussbarsch. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Hier. Seezunge und Flussbarsch. Ich gucke jetzt gar nicht danach, wie die jetzt hier aussehen, sondern gehe da einfach nur rüber, weil das ist ja leider nicht markiert. Das finde ich sehr schade irgendwie. Aber gut, andererseits, wie sollen sie es machen, ne? Moment, Seezunge war hier gerade. Dann nehmen wir mal eine von mit. Und Fluss... Oh, wir haben nur einen einzigen Flussbarsch. Alles für Ska, alles für das Dorf. Hallo? Geht's noch? Bist du hungrig? Ich habe hier ganz viel Essen drumherum. So. Hat der das... Hat er jetzt gerade die Schnauze so aufgerissen, damit ich ihn besser füttern kann? So, ich habe noch was für dich. Den anderen. So. Ist der gerade mal auf der Hälfte. Das ist natürlich schlecht. Ja. Achso, was war das andere jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Moment, ich schaue nochmal eben nach. Puh. Fugu-Sushi. Also, dass es Sushi war, wusste ich noch. Aber welches genau? Das wusste ich nicht mehr. Fugu-Sushi. Haben wir die Sushis nicht irgendwie am Ende? Hier ist Sushi irgendwo gewesen? Oder vielleicht auch nicht. Dann gucken wir mal. Oder kann ich den noch gar nicht? Das kann natürlich auch sein. Da ist auch nochmal Sushi gewesen. Fugu Sushi. Nee, ich denke, dass ich den tatsächlich noch gar nicht kann. Aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber nochmal eben nach. Gerichte. Wenn das denn wenigstens sortiert. Ja, genau, das ist das Einzige, was ich natürlich nicht kann. Weil ich den Fugu-Fisch nicht habe. Okay, ja, da müssen wir hier leider erstmal einen kleinen Break machen. Also beziehungsweise erstmal warten, bis wir hier weiterkommen mit Ska. Es ist doof, dass das immer nur so häppchenweise ist. Ich kann ihn jetzt auch gerade nicht... Da unten ist Wally. Ich kann ihn jetzt auch gerade nicht leveln, weil, wie ihr seht, habe ich das alles schon getan. Ja, unten ist Wolli. Wo ist denn der jetzt? Irgendwo dahinter? Da unten. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt erstmal mit Wolli weitermachen. Weil da habe ich ja in der letzten Folge was, glaube ich, gezeigt, wie wir an die Quest gekommen sind. Wenn ich daran denke, werde ich jetzt hier auch nochmal kurz einfügen, wie und wo ich sie gefunden habe. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich war eigentlich bei der ganz anderen Aufgabe, aber ich habe hier gerade eine Erinnerung bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe die Nachtdornen weggemacht und habe eine Erinnerung bekommen und habe jetzt endlich die Voraussetzung für Wally damit freigeschaltet. Ja, das wollte ich euch nur mal eben gezeigt haben. Wenn ich daran denke, werde ich genau jetzt auch mal kurz einen Screenshot von dieser Erinnerung machen. Beziehungsweise, ich kann euch das eigentlich auch so zeigen, wenn wir schon mal hier drin sind. Und zwar war das dieses Bild hier. Darum geht es. Das sammelt ihr als Erinnerung und dann geht's mit Wally weiter.
So, und dann würde ich sagen, dass wir mit seiner Quest weitermachen. Hallo. Ich habe eine weitere Erinnerung mit dieser mysteriösen Maschine gefunden. Sie zeigt dich und eine Gruppe, die Sterne beobachten. Oh. Hast du die Sterne erforscht? Nein. Nicht? Vielleicht eher zum Spaß? Das klingt großartig. Möchtest du deinen Club wieder aktivieren? Merlin war in der Erinnerung. Wir könnten mit ihm beginnen. Ja, lass ihn doch mal durch, Scar. Hör zu, während er Merlin einlädt. Ja, wo ist denn Merlin? Ach, da oben. Fahr schneller. Wally, komm. Du schaffst das. Nur noch die Stufen. Dann trefft ihr euch hier. Oder auch nicht. Hallo, Wally. Was kann ich für dich tun? Oh. Ah. Wirklich? Direktive? Du meine Güte. Bzz, bzz, bzz. Wally. Wie faszinierend. Mein lieber Roboter, ich fürchte, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du mir sagen willst. Das dachte ich mir schon. Ah. Ja, ich kann übersetzen, Wolli. Ja, kein Problem. Kein Problem. Merlin hat nicht verstanden, dass du ihn einladen wolltest. Wie wäre es, wenn ich von jetzt an das Reden übernehme? Du scheinst traurig zu sein. Ich schätze, du wolltest die Einladung selbst aussprechen. Warum verschicken wir dann nicht einfach Einladungen? Auf diese Weise kommen sie von dir und jeder wird sie verstehen. Wally. So, sprich mit Wally. Nee, Moment, das haben wir gerade gemacht. Oder? Ja, okay. Tintenfässer, Papier, Einladungen. Also die Einladung muss ich dann wahrscheinlich damit herstellen, denke ich mal. Tintenfässer, was brauchte ich denn nochmal für die Tintenfässer? Die schwarze Passion. Oh, und noch drei davon. Oh. Oh, dann habe ich wieder fast gar keine mehr. Drei Tintenfässer. Ich denke mal auch drei Papier. Dann habe ich auch kein Weichholz mehr bald. Und ich bin mir si sicher, dass wir das dreimal machen mussten. So. Und jetzt die nächste Frage. Wie hat Wolli jetzt da mitgewirkt, indem ich jetzt alles gemacht habe? Das müsst ihr mir jetzt mal beantworten. So, bringe Wolli die Einladung für den Astronomie-Club. Steht der noch da? Nein, er steht natürlich nicht mehr da. Warum sollte er auch da stehen und darauf warten, dass ich komme? Och, Wolli, was machst du denn? Jetzt fährt der da oben hin. Na, er bleibt auf jeden Fall stehen. Okay, immerhin etwas. So, bitteschön, Wolli. Hier sind die Einladungen, Wolli. Gerne. Hast du noch das Teleskop, das du früher benutzt hast? Nein. Schon in Ordnung. Du lieferst diese Einladung aus und ich suche nach einem neuen Teleskop. Wolli. Der fällt mir jetzt eigentlich spontan. Ach so, soll ich jetzt nicht nach einem suchen? Sonst werde ich jetzt. Also wäre ich jetzt zu Merlin gegangen. Eisenbarren. Habe ich zuletzt nicht noch Eisen geholt? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Doch, ich hatte noch Eisen geholt. Dann stellen wir noch einen Eisenbarren her. Was brauche ich denn noch? Stelle Teile zum Basteln her. 6 Stück. Okay. Ah, hier. Teile. Ja. Und dann müssen wir zusätzlich nochmal Eisenbarren machen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Nee, doch nicht. Stelle das neue Teleskop her. Ja, gut. Dann. Es ist dann immer so blöd, weil man sieht die Sachen hier und denkt, oh, ich muss doch noch irgendwas machen. Ich muss doch nochmal 4 Eisenbarren machen. Warum? Da steht doch nur, dass ich das jetzt herstellen soll. Warum zeigt er mir das dann nicht an, dass ich jetzt doch noch die 4 machen soll? Es ist irgendwie etwas seltsam aufgebaut.
Na gut. Okay, dann, wo ist es jetzt hin? Hallo? Ich konnte es doch gerade noch herstellen. Da, jetzt ist es weg. Jetzt ist es da unten. Keine Ahnung warum. Warum braucht man dafür Gold eigentlich? Okay. Sag Polly, dass du ein neues Teleskop hast. Würde ich gerne machen, wenn ich wüsste, wo der Kerl ist. Da ist er. Polly! Nicht weglaufen. Bitte schön, dein neues Teleskop. Wally? Das ist das neue Teleskop. Oh. Ah. Yippie. Wir sollten uns einen Platz suchen, wo wir die Sterne beobachten können. Komm schon, folge mir. An einem Ort deiner Wahl. Okay. Ich wollte gerade sagen, folge mir ist gut, aber wohin? Moment, jetzt bin ich am Überlegen. Wally ist da unten. Wenn ich jetzt nicht ständig gegen irgendwelche Sachen laufen würde, käme ich da auch etwas schneller hin. Ach, wie gesagt, ich möchte immer noch eine Sprintfunktion haben. Da ist auch was, was ich gerne mitnehmen würde. Wobei es diesmal nur wieder Gold ist. Wie wäre es denn, weil man muss ja auch was sehen können, wie wäre es denn, wenn wir das hier machen? Da müsste man doch eigentlich die Sterne beobachten können. Ja, oder natürlich ist es so ein riesiges... Hallo? So ein riesiges Teleskop, dass das alles gar nichts bringt. Es ist auch wieder leicht am Backen, wenn ich das versuche, hin und her zu ziehen. Wenn ich die Steine hier wegräumen könnte... Die kann ich wegräumen? Nee, entfernen ist mittlere Maustaste, das war's. Kann ich das? Ja, kann ich. Dann mache ich das einfach so ein bisschen höher. So. Hätte ich die zwar nicht entfernen müssen, aber egal. Oh, wie cool. Ja, und wir machen jetzt auch nochmal eben ein Foto. Moment, jetzt muss ich mal... So, so. Und natürlich ein bisschen... Wo ist Wally? Ach, da unten versteckt. Ja, toll. Natürlich muss ich jetzt so ein blödes Foto machen, wo ich dann so dämlich gucke. Ja, das ist schon besser. Es ist nur doof, dass Guy jetzt dabei ist. Mann. Der versaut uns das ganze Bild hier. Was ist mit dem Morgen? Was? Wollen die nicht weglaufen? Ui. Oh. Ah. Du schaust dir gerne die Sterne an, nicht wahr? Es freut mich, dass du Spaß hast. Wobei ich mich echt frage, wie er die Sterne angucken kann, wenn es jetzt am helllichten Tag ist und man da ja eigentlich so nicht sieht. Hallo! Oh, was habe ich denn bekommen? Du schenkst mir etwas? Einen Rucksack? Ach so, das sieht aus wie du. Er ist süß. Ah! Ich bin auch froh, dass du mein Freund bist. Oh, Astronomieclub ist vollständig. Das heißt, jetzt aber theoretisch, ja, dass wir Wally auch endlich abgehakt haben. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Aufgabe mit Prinz Erik, sehe ich jetzt gerade. Wieso mit Prinz Erik? Bei den anderen, ach so, ja klar, bei Scar müssten wir dann noch ein Level machen. Mini müssten wir generell leveln und Woody müssten wir auch generell noch leveln. Ach, es ist ehrlich gesagt sehr, sehr mühsam. Also sonst ist es alles kein Problem, aber wenn man eben dann mal, so wie jetzt in der Phase, nicht die Zeit hat, jeden Tag reinzugehen. Und ich hatte eigentlich die Möglichkeit, zumindest reinzugehen, leider nicht aufzunehmen, weil wir jetzt schon anderthalb Wochen die Handwerker hier hatten. Aber ich habe es dann doch irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft, weil ich noch so viele Projekte gleichzeitig hatte. Ich habe ein Projekt mit Blender noch am Laufen. Falls euch das nicht sagen sollte, das ist so eine 3D-Modulation. Dann habe ich noch ein Zeichenprojekt aktuell am Laufen. Die Umgestaltung meines Kanals und meines Twitch-Kanals ist ja auch in vollem Gange. Wir haben neue Emotes eingefügt, das Profilbild ist verändert worden und. Und ja, wenn ich die Sachen dann endlich mal alle so ein bisschen abgehakt habe, dann kann ich auch wieder regelmäßiger in Disney Dreamlight Valley reingehen. Hoffe ich zumindest. Weil Hogwarts ist ja auch noch da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so verliebt in dieses Spiel, genauso wie in Disney Dreamlight Valley, genauso wie in Wildflowers.
Also ich weiß gerade nicht, wo mir da der Kopf steht. Aber egal, ich möchte euch jetzt nicht noch weiter damit belästigen. In der nächsten Folge werden wir dann, ja, ich denke mal, den Prinzen wiedersehen, weil Scar kann ich jetzt im Moment noch nicht leveln. Da muss ich wirklich warten, bis die Sachen endlich wieder fertig sind. Oder ich lege mir irgendwo ein riesiges Feld an, nur mit Möhren. Das würde auch gut was bringen. Aber das Problem ist halt, es dauert auch, ne? Also da müsste ich wieder alles mit der Hand einzeln schaufeln und buddeln und dann wieder alles einpflanzen und so weiter. Und ich glaube, ich warte lieber auf die Kürbisse. Ja, also ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.